Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und ich begrüße euch zu Claymore Trolling. Ihr habt ja unter dem letzten Video geschrieben, dass euch sowas gefällt und dass ich sowas öfters mal in Black Ops 2 machen soll. Von daher habe ich das mal versucht. Ist jetzt nicht wahrscheinlich so profimäßig, wie es andere machen, aber ich gebe mir Mühe, versuche das auch ein bisschen zu erweitern, zu verbessern. Ihr könnt ja gerne mal ein paar Vorschläge unten in die Kommentare schreiben, was ihr da gerne sehen möchtet oder wie ihr es gerne sehen möchtet. Mein kleines COD-Filmchen da irgendwie, das ist ja bei manchen nicht ganz so gut angekommen. Irgendwie, die meinten, das ging alles viel besser. Ich muss dazu sagen, ich bin halt kein Profi, von daher, ja, wenn es euch nicht gefällt, halt Daumen runter, fertig, aus. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat mir echt sau viel Spaß gemacht. Ich habe gelacht wie sonst was. Und ihr seht nachher noch das Ergebnis. Da musste ich erstmal richtig herzlich lachen. Ja, ich versuche natürlich auch mal ein bisschen mit dieser Kamera, die man in Black Ops benutzen kann, immer besser umzugehen. Vielleicht wird es dann auch mal was. Und kann dementsprechend dann halt wunderschöne Kamerafahrten machen. Muss natürlich da auch irgendwie erstmal meine Erfahrungen sammeln. Und na, dann sehen wir mal zu. So, jetzt habe ich eine Claymore in der Hand, weiß nicht wohin, aber da kommt ja schon das nächste Opfer. Aber unglaublich, was man da so alles machen kann. Also es ist echt der Hammer. Gerade mit diesen, ja, Granaten, die einen dann nicht mehr bewegen lassen. Und dann kannst du wunderschön deine Claymore platzieren. Man geht zwar meistens mit drauf, aber ist ja egal. Ja, dann möchte ich mich natürlich herzlich bei den Leuten entschuldigen irgendwie, wenn die dadurch genervt werden, weil mich nervt ja sowas auch, wenn ich den Gameplay erspielen will und da läuft dann so einer dann da rum. Das ist voll übel. Aber es macht echt total Spaß irgendwie. Und deswegen einen kleinen Freudensprung. Und natürlich könnt ihr auch gerne euch irgendwie Spiele wünschen, wo ich das mal machen soll oder wo ich das mal ausprobieren soll. Dann versuche ich mein Möglichstes. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und man solle es nicht glauben, ich habe es tatsächlich geschafft, nur mit Claymores und mit einem Messer, ja, bei meinem Team auf den ersten Platz zu kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt, Gaming Comedy, wie ich es mag. Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt. Oder suchen und verstecken Battlefield 3. Ein bisschen COD, dann sind wir alle bereit. Pink Panther sagt, Pink Panther fragt.